Kamera sieht gerade ein bisschen schief aus. Muss man sich noch dran gewöhnen an diesen Gimpel da, den der, oder Gimbel, den der Elias hat. Yeah, finally feel like I made it, but I'm not even close to where I wanna be. Selling out shows across the globe, meeting everybody that I know from the internet. I'm talking Europe to Chicago. So, ich hab gerade den Elias abgeholt und jetzt geht's ab. Erstmal nochmal ins Büro. Ich hab den scheiß Adapter für mein MacBook vergessen. Und da ich gleich mein MacBook brauche, um den einen oder anderen Studenten ein bisschen was zu zeigen, bis zum Sommer, zack, ins Büro und diesen scheiß Adapter holen. Naja, aber um eine bisschen Geschichte darum zu machen, eines meiner ersten Büros hatte ich oben im WTEC. Der Vermieter ist der Herr Dr. Martin Hebler. Und dieser Herr Dr. Martin Hebler ist ebenfalls Lehrbeauftragter an einem Lehrstuhl an der Uni Wuppertal, wo er sich um Unternehmensgründung und Wirtschaftsthemen kümmert. Und naja, seit circa 2 Jahren bin ich einmal im Jahr circa, oder bisher ziemlich genau einmal im Jahr, beim Dr. Martin Hebler mit in einer Vorlesung, wo ich dann entweder etwas über meine Unternehmensgründung erzähle oder wie heute werde ich Studenten davon berichten, was ist überhaupt Online-Marketing und was muss man wissen als Student, wenn man demnächst in die Berufswelt geht und vor allem, was mir wichtig ist, den Studenten ein Gespür dafür zu geben, wie kann man sich auf die Berufswelt in dem Bereich vorbereiten, wenn man denn in diese Richtung was machen möchte. Also was braucht man wirklich tatsächlich, um dann auch in der Berufswelt ja gut anzukommen, guten Job machen zu können, das richtige Vorwissen zu haben, weil diejenigen, die ich eben kennengelernt habe, Studenten, die Marketing studiert haben, da ist wirklich das Wissen, was notwendig ist, um direkt im Unternehmen aktiv starten zu können, um Erfolge zu generieren, echt dünn. Und da will ich heute halt ein bisschen aufzeigen, okay, was muss man grob wissen, wenn man eben da raus in die Unternehmenswelt geht demnächst und wie kann man sich vor allem selber auf diese ganze Sache vorbereiten, weil ich bin halt nur da, wo ich bin, weil ich mein Leben lang rumgegoogelt habe wie Sau und das können andere eben auch. Man muss halt nur wissen, wo googelt man, wie googelt man und was googelt man. Ein Vorteil noch, den ich sehe, eine Marke hat immer Power, so sage ich das. Ne? Also wenn man in der Marketingabteilung von einem Konzern arbeitet, dann sitzen die da und überlegen, packen wir nächstes Jahr 13 Millionen dahin oder 15 Millionen dahin. Ja? Wenn du im Startup sitzt, packen wir nächsten Monat 100 Euro dahin oder 50 Euro dahin. Also es ist komplett anders. Und auch wenn man mit Mittelständlern da draußen arbeitet, dann auch dort ist halt dieses Bewusstsein für eine Marke ist zwar da, aber man hat nicht den Mut und nicht den Ehrgeiz und die Geduld, auch auf jeden Fall eine Marke aufzubauen. Und das ist wichtig für euch zu wissen, dass halt verschiedene Unternehmen verschiedene Ziele auch irgendwie mit Marketing verfolgen. Und naja, ein Konzern, dem ist Reichweite wichtig, dem ist Markenbekanntheit wichtig. Der Mittelständler, dem ist aber wichtig, ich muss meine Mitarbeiter nächsten Monat am Kacken halten und ich muss irgendwie mit Marketing dafür sorgen, dass der Vertrieb unterstützt wird, damit wir hier Umsatz generieren. Die Anforderung ist eine ganz andere. Und das heißt, wenn ihr quasi in diese Marketingwelt geht, müsst ihr euch dessen bewusst sein, okay, ja, was ist denn die Zielstellung hier und wie muss ich vielleicht auch daran dann arbeiten an der Stelle? Was gerade mit Facebook abgeht, wie Google AdWords gerade zu sehen ist und so ein paar Themen, also wird ziemlich interaktiv. Und da ist halt auch wieder Inbound-Marketing, was eine Rolle spielt, weil die meisten, die stürzen sich alle auf diese Suchbegriffe, die ein hohes Suchvolumen haben. Zum Beispiel Auto, Schuhe kaufen. Da gibt es ein riesen Suchvolumen dahinter. Aber wohinter es weniger Suchvolumen gibt, aber auch weniger Wettbewerb, das nennt sich Longtail, also aufschreiben Longtail. Das heißt, wenn man jetzt natürlich gucken würde, okay, wie viele Leute suchen danach rote Schuhe mit silbernen Schnürriemen und 5 cm Absatz online kaufen, dann ist das so ein Brecher und die Wahrscheinlichkeit, dass das Leute monatlich suchen, ist viel, viel geringer. Das heißt, der Wettbewerb darum ist viel, viel geringer. Das heißt, es ist für mich viel, viel einfacher, dafür gefunden zu werden. Aber das ist der Punkt. Bei Google weiß ich halt genau, das, was die Leute eingeben, ist deren Bedarf. Was ist aber jetzt, wenn ich ein Unternehmen bin, was ein Produkt herstellt, wo keiner nach dem Produkt googelt, wo keiner nach dem Problem googelt. Aber wir wissen, das Problem existiert, aber der Markt weiß es noch nicht in Schrift zu packen. Dann ist Google ja überhaupt kein Kanal für uns. Also wie wollen wir die Leute dann quasi beim Problem packen, wenn die das Problem gar nicht eingeben? Was passiert mit Facebook? Facebook ist ein neuer Marktplatz. Auch wenn wir alle Facebook nutzen, sind die meisten Unternehmen noch gar nicht da. Das heißt, Facebook ist gerade massiv günstiger als Google. Aber bei Google habe ich eben den Vorteil, dass ich genau weiß, in welcher Phase der Entscheidung steckt gerade dieser Mensch. Das habe ich bei Facebook halt weniger. Bei Facebook hast du eben richtig gesagt, da kann man echt so verrückte Sachen einstellen wie, ich würde gerne eine Mutter erreichen, die Kinder hat im Alter zwischen 10 und 18 Jahren, sich regelmäßig für Alkohol interessiert,
vor kurzem einen Kredit abgeschlossen hat. Ihr monatliches Einkommen beträgt ist zwischen 2.000 und 3.000 Euro brutto. Sie hat sich vor kurzem geschieden, spricht Spanisch und Italienisch, liest gerade folgende Bücher und hat vor kurzem Tinder installiert. Ja? Also man kann quasi so genau die Leute targetieren. Und so eine Möglichkeit gibt es nirgendwo anders auf der Welt gerade. Also nirgendwo auf der Welt kann man gerade so genau jemanden targetieren. Und da man in der Lage ist, so genau zu targetieren, kann man seine Nachricht auch haargenau darauf ausrichten. Das ist auch etwas, was der Trump wahrscheinlich gemacht hat. Ja? Der Trump hat gesagt, ich möchte in dem Staat die Menschen erreichen, die folgenden Schmerz haben, wenn sie morgens aufstehen. Und für genau die schalte ich folgende Message. Wie immer, ich habe mich nicht wirklich vorbereitet, weil ich denke, naja, wenn man schon zu sowas eingeladen wird, dann sollte man auf jeden Fall immer always prepared sein. Also ich kann morgens früh aufstehen und sofort 13 Stunden lang über das Thema blabbeln. Von daher bereite ich mich gar nicht mehr vor. Ich habe einen groben Fahrplan, wo die Reise hingehen soll. Und dann guckt man, wie sich das gleich entwickelt. Am Anfang werde ich ein paar Fragen stellen, aber ich werde jetzt gar nicht zu viel vorab nehmen. Der Elias wird das hinterher passend reinschneiden. Und wir packen das komplette Video hinterher auch nochmal auf YouTube. Yeah.